suffering is the enemy of happiness. Oft denken wir, dass Leiden der Feind des Glücks ist. Das ist so, als würden wir sagen, der Feind der Lotusblume ist der Schlamm, aus dem die Blume emporwächst. Wenn wir genau hinschauen, ist es ganz klar. Ohne den Schlamm kann der Lotus nicht wachsen. Ohne Leiden kann es kein Glück geben. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Das macht das Leiden tatsächlich wertvoll. Es ist die Grundlage des Glücks. Thich Nhat Hanh ist in Waldbröl, wieder einmal. Angereist aus Plum Village, seinem Klosterdorf in der Dordogne. Und immer wenn der inzwischen 85-jährige Zen-Meister ins Bergische Land kommt, zieht er hunderte Buddhisten aus ganz Europa an. Jeden Sommer werden es mehr, seit der Gründung des Instituts vor 4 Jahren. Auch im beschaulichen Waldbröl selbst haben sich die Buddhisten inzwischen gut eingelebt, sagt Bürgermeister Peter Köster. Sichtbarer Beweis, die 700 selbstgenähten Stoffherzen, die jetzt im Foyer ausgestellt sind. Das Projekt Heilende Herzen resultiert daraus, dass die Buddhisten gerne ja auch alte Wunden hier in Waldbröl heilen wollen. Wir haben ja ein Gebäude hier, das eine sehr wirklich auch negative Vergangenheit hat, aus der NSDAP-Zeit heraus. Und die Herzen sollen dazu beitragen, ja, diese Wunde zu lindern bzw. sie auch ganz zu beseitigen. Das von der Gemeinschaft gekaufte ehemalige Krankenhaus, ein 5-stöckiger Monumentalbau mit über 400 Zimmern, hat eine dunkle Geschichte. Die NSDAP ließ in den 30er Jahren die hier lebenden 700 geistig behinderten Menschen abtransportieren, später teilweise ermorden. Es war von Anfang an das erklärte Ziel der buddhistischen Gemeinschaft, den Ort durch Meditation zu transformieren, wie sie es nennen. Eine Idee, die viele Waldbröler offenbar anspricht. Jeder ist aufgefordert und wurde gebeten, ein Herz zu machen. Die Herzen werden nun ausgestellt und sie sollen im Prinzip diesen fast schon bösen Fluch, der über diesem Gebäude lastet, beseitigen. Und da haben wir als Rathausteam auch gerne mitgemacht. Es hängt auch ein Herz des Rathausteams hier vorne im Foyer. I think suffering can contribute. Leiden kann dazu beitragen, dass Glück entsteht. Es ist sogar die Grundlage von Glück. Beide gehören untrennbar zusammen. Wenn Sie zum Beispiel Zahnschmerzen haben, leiden Sie natürlich daran. Vorher hatten Sie keine Schmerzen, aber Sie waren deswegen nicht glücklich. Das Zahnweh erinnert Sie daran, glücklich zu sein. Wie wunderbar es ist, frei zu sein von Schmerzen. Die Verbindung von Glück und Leiden steht im Mittelpunkt des diesjährigen Sommerretreats. Körper und Geist heilen, lautet der Titel. Wie Glück und Leid nur auseinander entstehen können, nicht getrennt voneinander, so sind auch Körper und Geist nicht voneinander zu trennen, sagt Thich Nhat Hanh. Einige unter uns haben kein gesundes Herz. Sie fürchten sich davor, einen Infarkt zu erleiden. Das kann jederzeit passieren. Diese Angst kennen wir gar nicht, wenn wir ein gesundes Herz haben. Und der tiefste Wunsch der Menschen, deren Herz krank ist, wäre genau das. Frei zu sein von ihrer ständigen Angst. Das würde sie glücklich machen. So ist das Leiden eine Erinnerung an die Grundlagen des Glücks. Und dass viele dieser Grundlagen uns immer zur Verfügung stehen. I have arrived. I am home. Steht auf zahlreichen Kalligraphien von Thich Nhat Hanh, denen sich im Foyer eine große Ausstellung widmet. Ich bin angekommen. Ich bin zu Hause. Das haben die Mönche und Nonnen aus Vietnam und Frankreich schon vor 4 Jahren gesungen, als sie ihn zum ersten Mal im Rathaus besucht haben, erinnert sich Bürgermeister Peter Köster lachend. Damals konnte er diese Zuversicht nicht ganz teilen. Doch inzwischen sind die Buddhisten unübersehbar im Stadtbild und wirklich Teil des Ortes geworden. Wirtschaftlich gesehen tut es natürlich auch Waldbröl gut, wenn Menschen hier übernachten, wenn sie in der Stadt einkaufen. Und das tun die Buddhisten, die hier untergebracht sind, auch. Das sind ganz normale Menschen, die fahren mit dem VW-Bus einkaufen, sie fahren mit den Skatern einkaufen, sie fahren Fahrrad. Wenn wir hören, dass 1000 Menschen nach Waldbröl kommen, dann tun sie auch unserer Waldbröler Situation gut im Einzelhandel, ob vom Bäcker über den Textilanbieter bis letztendlich auch McDonald's.